Hallo! Ich bin wieder da. Sie hat an dich gedacht, ne? Liebe Freunde von der Theatermasel, herzlich willkommen in der neuen Saison. Es gibt wieder buntes Programm und geht natürlich los mit dem Theaterfest am 9 Uhr, glaube ich, so, geht los auf der überall, in der Theater, in der Theaterplatz, auf der Schauspielhaus, oben drauf und drunter in der Mitte gibt es ein buntes Programm. Ich lese beste Sachen vor. Gibt es so Führungen von der Haus auch und dann gibt es so, man kann machen Probebesuch. Ja, gucken, wie die Große das machen, wenn sie wollen. Chorprobe, so mitsingen. Interessant, wenn sie mal singen wollen. Mit Chor. Dann, wir haben was ganz Schönes. Theatrale Typberatung. Sie wollen wissen, was sind sie für Typ auch? Auch mit Farben und Klamotten. Vielleicht macht er die Maske. Sie gehen in die Maske und dann, sie werden beraten von uns. So. Und dann gibt noch schöne Sache, gibt noch schöne Band. Heroes in Portland. Band mit der jungen Kollegin Max Rundbart. Sehr gute Schauspieler, ist auch musikalisch unterwegs und hat Band und macht was. Und dann, sie können auch mit den Tänzen, gibt was. Choreografien, glaube ich. Und was ganz schön ist, ich finde, wenn sie kaufen Tickets an den Tag und nur an den Tag, 50% Rabatt. Für dann richtige Shows und Abend, nicht hier so fest und so, sondern wenn sie, die wollen die Shows fertig sehen, sie kommen und kaufen billig Tickets. PS, gibt noch andere kleine schöne Sache, heißt 100 Fragen an den Intendanten. Ist der immer noch der Andreas Beck, auch jetzt wieder, und wird moderiert von mir. Also Fragen sind von Ihnen, aber ich bin auch da und habe auch vielleicht Fragen an den Chef. BBS, wir haben jetzt vielleicht schon, Sie haben es schon gesehen, ist der neue Kanal auf YouPorn, ist von der Dimitri, haben alle Videos... YouTube. Von YouTube, haben alle Videos, die wir jemals haben gemacht. Sie können gucken und verlinken und schicken und subscriben, wenn Sie möchten. Tschüss! Sag mal, Dimitri. Ja. Bist du nicht Nachwuchsinterviewer des Jahres geworden? Ich bin geworden. Von 5 haben Umfrage gemacht und alle haben gesagt, ich.